Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Bei mir ist heute der 29.01. Und beim letzten Mal sind wir ja dabei stehen geblieben, dass ich mich hier dezent in ein klitzekleines Dilemma hinein verfrachtet habe, welches ich jetzt natürlich sehr gerne beheben möchte. Oh, jetzt hat er auch die Texturen zu Ende geladen, sehe ich gerade. Oh, Momentchen mal. Stimmt, ich habe geladen, also nehmen wir natürlich noch ein bisschen Erze mit. Die lasse ich doch nicht hier liegen. Die kommen doch ohne mich nicht zurecht. So, ein Moment noch. Und dann versuchen wir natürlich hier rauszukommen. Und mein Ziel ist es jetzt natürlich noch mehr NPCs zu befreien, um diese Quest zu bekommen, von der wir letztens erfahren haben. Und damit wir dieses Gerät da reparieren können, was meines Erachtens nach dann der Aufzug selber sein müsste. Hätte ich hier nicht noch irgendwo eins rumliegen lassen? Nicht? Nee. Gut, hier werden wir keins mehr bekommen. Kommt, oder doch? Ne, sah gerade aus, als wäre da hinten das Gelbe gewesen, das Phosphor oder was das war. So, wir haben allerdings das Dilemma, wie ich schon mal angeschnitten habe, dass da jetzt unsere Freunde wieder in der Mine sind, weil wir ja zwischenzeitlich ein ganz kleines bisschen kaputt gegangen sind. So. Drückt mir die Daumen. Sieben war das Maximum? Blöd. Ich habe jetzt keine Mats bei. Um hier eine Blockade zu bauen. Auch keinen Koffer mitgenommen. So, der nächste bitte. Danke. Noch einer? Okay. Wow. Ist genug jetzt. Gut, den letzten hätte ich mir sparen können. Vorletzten. Okay. Vier Leute. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens richtig, richtig lohnenswerten Loot dabei. Geht. Was sagt unser Equip? Moment. Naja, das war mal ein 100er Helm, ne? Aber wie ich gerade sehe, was ich nicht so ganz verstehe, warum das hier kein Key-Item ist. Vielleicht ist das schon der erste Hinweis darauf, dass diese Key-Item später auch für Produktion von irgendwas benötigt wird. Oh oh. Wie spät ist das eigentlich? Okay, geht noch. Warte mal, war da noch irgendwo einer? Genau. Da bin ich. Ja gut, ich muss gestehen, ich hätte das hier auf jeden Fall drinnen lassen können. Au, oh, warte mal, ich sehe gerade was Schönes. Das ist gut. Fast vergessen. Gut, dann nehme ich nochmal alles weg hier. Dann würde ich jetzt nur nochmal eben schnell raushuschen zum Auto. Da schon mal die ganzen Erze abladen. Und dann nochmal zurück und nochmal Erze abbauen. Und wenn wir schon mal hier sind, wollen wir natürlich so viel wie möglich mitnehmen, damit wir uns auch noch mehr Schießpulver herstellen können und alles. Um wiederum dann auch besser die Banditenlager looten zu können. Raiden zu können, so. So. Jetzt hoffe ich doch aber mal ganz, ganz stark, dass wir hier nicht das. Oh, sehr schön. Nicht das Problem bekommen werden mit. Moment. Jetzt nochmal neu gespawnten Zombies, sonst wird es echt ein bisschen fies. Komm, machen wir die jetzt erstmal hier rein. Oh, sieht aber sehr gut aus. Obwohl, Salpeter könnte noch deutlich mehr sein. Oh, stimmt. Der dicke alte Mann hat ja doch mal vorgesorgt. Oh Gottchen. Einen Moment bitte. da fällt mir gerade ein. Jetzt habe ich den Zettel weggeworfen. Das ist doof. Ich dachte, ich merke mir den Namen. Dieselbe Person, eine von den beiden Personen, mit denen ich in den Kommentaren darüber geschrieben hatte. Ihr wisst es bestimmt noch aus einem der letzten Folgen. Und was mit 12H hinten, das weiß ich noch. Hatte mir netterweise noch geschrieben, dass das System hier mit den Koffern, dass das deutlich besser funktioniert seit dem letzten Update, wenn man die nicht so hinstellt, wie ich sie jetzt hingestellt habe, sondern quer. Dann bangen die halt weniger rum und das würde ich dann vielleicht mal ausprobieren oder in einer der nächsten Folgen mal umsetzen wollen. So, gleich mal Save Game. Entschuldigt bitte mal.
Ach, schlimm. So. Nehmen wir jetzt nochmal rein. Dann muss ich doch glatt nochmal gucken, wo die Barren hin sind, die man hier manchmal gefunden hatte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist heute meine Hand ein bisschen unruhiger. Und daher Verzeihung, falls es euch ein bisschen zu sehr verwackelt sein sollte. Verkrisselt dürfte es ja nun nicht mehr sein. Ich habe extra jetzt mehrmals die Folgen mit der neuen Auflösung mir angeguckt. Ich habe nichts gesehen. Also es ist jetzt nicht das Original VP09, ich weiß. Also nicht das, was YouTuber bekommen, die schon die YouTube-Partnerschaft haben. Aber da kommen wir ja auch irgendwann noch hin. So, warte mal. Hier oben war doch normalerweise immer so ein Spot, wo halt Barren drauf liegen. Aber die sind jetzt Fujikato. Oh, schön. Ist doch mal nett von dir, dass du... Da gehst du nur aus der... Hilft das vielleicht schon mittlerweile, dass man nur rausgehen muss und das spawnt neu? Weil das wiederum würde ich ja gut finden. Dann wäre das in meinen Augen kein Bug-Using mehr, sondern wirklich, man geht jetzt erstmal raus, lädt schon mal die erste Ladung ab und schlägt dann die eigentlich kilometerweit in die Erde reichende Ader neu an. Finde ich. So. Und mit dem lieben Peter hatte ich auch das Thema. Nein, nein, nein! Mit dem lieben Peter hatte ich auch das Thema Bug-Using bezüglich Werkzeuge, wenn man gerade zum Beispiel dabei ist, Bäume zu fällen oder Rinde abzuschälen. Dieser Bug, dass man die halt endlos weiter nutzen kann, theoretisch. Und das ist doch irgendwo ein Kompromiss wäre zu sagen, okay, bisschen kann man den ruhig benutzen. Bisschen. Pass auf, die kommen hier gleich. Ja. War noch zu weit weg. Es ist die Frage, ob der überhaupt so weit runterkommt. Ja, kommt er. Der nächste bitte. Nochmal zurück zum Thema Bug. Dass es halt nicht unbedingt ein Bug-Using ist, wenn man sagt, okay, die Axt, die ist jetzt wirklich schon sehr, sehr stumpf. Und eigentlich ist die nicht mehr so gut zu gebrauchen, aber auch eine stumpfe Axt kann theoretisch noch zum Holzhacken verwendet werden. Oh, verdammt. Nein! Klitzekleine Panik. Ganz klitzekleine. Wieder vier. Er hatte kein ordentliches Loot dabei. Oh, der habe ich ihm den Kiefer weggebockt? Nee, doch nicht. Okay. Oh, sehr schön. So kann man sich auch ernähren. Okay. Oh, Kartüfte. Für die ich mittlerweile gar keine Verwendung mehr habe, außer sie mal auf den Grill zu schmeißen, höchstens. Gut, haben wir schon. Ja, nochmal zurück zum Thema Bug, da würde ich auch mitgehen bei dieser Argumentation. Zumal ich glaube, ich habe sie selber geschrieben. ja. Aber dann halt das nicht ausreizen. Oh, da war Kupfer dabei, sehr schön. Das halt nicht ausreizen und dann halt mit einer eigentlich schon zerstörten Axt dann nochmal 10 Bäume zu fällen oder so. Da versuche ich, das tunlichst zu vermeiden. Wenn ich es mal nicht mitbekomme, habt bitte Nachsicht. Weil meistens gucke ich nur, habe ich noch die Axt im Inventar und nicht, welchen Zustand hat sie. Das sind 4 Vorkommen hier auf einmal gerade. Aber ich finde das schon ein bisschen fies, dass die Kollegen hier erst spawnen, wenn man schon hier runtergelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt ist oder ob das vielleicht auch ein Bug ist. Na gut, es ist schaffbar, haben wir gesehen. Wenn du Munition hast, ist es machbar. Wenn du vorher schon schön fleißig Blockaden gebaut hast, ist es noch umso besser machbar natürlich. Aber hier einfach durchrennen möchte ich ja dann natürlich auch nicht.
Okay, jetzt ist wirklich schon langsam dunkel. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Hause. Also, es ist am Dunkel werden. Und darauf noch so einen Schreck habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ja, wie viel Zeit haben wir jetzt verplempert? Na ja, 10 Minuten. Haben wir ja noch 20 übrig. Wie gesagt, dann düsen wir jetzt erstmal nach Hause. Sortieren das schon mal ein bisschen ein. Dann gibt es heute mal ein bisschen mehr so eine etwas ruhigere Aufräumrunde, die allerhöchstwahrscheinlich bestimmt wieder von Blaumännern gestört wird. Würde mich nicht wundern. Oder vom Nebel. Oh, entschuldige mich. Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Quark. So. Oh, oh, oh. Nichts passiert. Oh Gott. Oh Gott. Wer hat denn diese Straßen gebaut? Achso, hier ist keine Straße. So, Dille. Ich fahr falsch. Egal. Moin. Die Kollegen hier würde ich dann gerne als nächstes angreifen wollen. Ich fahr sowas von falsch. Mache ich hier. Wo ist denn der Weg hin? Na, Peter, jetzt freust du dich wieder, wa? Hier links war das irgendwo, wa? Genau. Ja, die Jungs würde ich dann gerne als nächstes angreifen wollen. Weil, wenn ich mich noch richtig erinnere, war da auch ein NPC-Spot. Apropos NPC. Hat irgendjemand die Kate gesehen? Beim letzten Mal? Ich überlege gerade. Also einmal war sie auf jeden Fall da, direkt nachdem wir nach Hause gekommen sind, da war sie unten. Aber ich möchte meinen, beim letzten Mal, als ich aufgenommen habe, war mir so, als wäre sie weg. Bin gerade ein bisschen unsicher. Aber wie gesagt, das kann doch wirklich durchaus daran liegen, dass wir da halt auf einem Gelände bauen, was eigentlich kein Baugelände ist, ne? Also auf dem See. Dass sie halt eigentlich schon da ist, wir sie aber nicht sehen, weil sie irgendwo unter Wasser rumstolziert. Okay. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall auch noch, dass es noch geändert wird. Wenn ich die Tür aufmache, wäre es doch sehr freundlich, dass ich dann auch einsteigen kann. Und nicht wieder auf die Tür gucken muss, die schon offen ist. Also hier, ne? Ich würde jetzt gern einsteigen. Ach, das geht auf Lenkrad. Oh, hab nichts gesagt. So, als allererstes würde ich gerne hiermit anfangen. Gut, ich meine Zink. Nee, warte mal. Das ist der Peter. Wo ist mein Zink? Da ist Zink. Zink haben wir ja massig noch vom letzten Mal, wo wir in der anderen Mine waren. So. Mal so rum hier. Zack, 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 zack. Eisen holen wir da gleich. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Immer noch ein bisschen ärgerlich, das mit den Tierfallen. Dass die. Ach, da ist er ja. Moin. Alles schick? Könnte ich jetzt mit dir quatschen wegen einer Mission? How are you? Ja. Gut, danke. Aber ich habe echt das Gefühl, dass bei ihr auch die Haare jetzt anders modelliert sind, ne? Es war vorher so ein bisschen strähniger und man konnte an den Seiten sehr, sehr die Kopfhaut sehen. So, als allererstes die zwei für unsere Reload-Bench. Dann. Nee, 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 das lassen wir. Problem ist nur mit dem Zink. Ich habe hier langsam keinen Platz mehr für das ganze Gedönse. Aber wir bringen jetzt erstmal die Schießpulverzutaten rein. Ach Mensch, stimmt ja. Alles gut, sie war ja doch da. Was, das ist immer noch nicht weiter? Ja, so könnte man sagen, was da wollt. Man muss in der Nähe sein, damit die Sachen trocknen. Da ist irgendwas mit dem Chunklauder nicht in Ordnung. Aber mir fällt gerade ein, sie hat ja für uns Pfeilspitzen hergestellt oder sowas, ne? Und was hat die doch für uns hergestellt? Moment, Moment, Moment. Ach, die habe ich noch nicht gemacht, die Kiste. Das ist natürlich ungünstig.
Tja, müssen wir warten, bis die Geschichte da hinten fertig ist. Autokiste brauchen wir zwangsläufig. Können wir uns denn noch einen Spind leisten? Davon haben wir, Bretter haben wir auch. Und ich glaube, das war's, ne? Mehr brauchte man, glaube ich, nicht. Moment, ich brauche Möbel. Möbel. Genau. Ja, komm, was soll's. Ich weiß, wir finden noch massig, wenn man halt überall looten geht, aber wir haben es jetzt nicht. Und wenn wir sie dann halt finden und dann doch nicht brauchen, obwohl wir sie bestimmt brauchen werden, kann man sie ja immer noch kaputt schlagen. Achso, man sollte auch die Mats mitnehmen. Aber Moment, wie viel? 442. Das kriegen wir hin, denke ich. Bit one. Bit one. So. Hier kannst du auch einen absplitten und dann nimmst du hier noch zwei raus. Und basteln wir uns mal schnell noch ein Schränkchen zurecht und dann können wir da die ganzen Schießpulversachen reinlegen. Unter anderem auch die Kohle, die ja mittlerweile schon auch einiges am Platz wegfrisst. So. Zack, zack, zack und zack. Dann überlege ich auch gerade, inwiefern es sinnvoll wäre, dann vielleicht auch, was mache ich hier? Die Steine hier einzulagern, weil wir die ja von jetzt an eigentlich nur noch hierfür brauchen, für den Mörser. Eigentlich eine Idee, ne? Wo sind sie? Hier sind sie. Toll. Das heißt, wir haben eigentlich einen ganzen Spind nur für Blätter. Ihr wisst, was jetzt kommen wird, oder? Muss ich die ganze Schicht umräumen, dass der nach draußen kommt zur Schmiede. Kohle. Dann können wir hier auch wieder mehr Holz lagern. Oder anderes Material. Was mache ich hier? Doch, war richtig. Habe ich doch schon gerochen. Sehr schön. Nein, ich will nicht bauen, ich will einlagern. So. Sehr schön. Und immer wenn sich das so dem Ende neigt, könnte man dann langsam wieder losziehen. Gott, wir haben so verdammt viel Salpeter, das ist der Hammer. Na, eigentlich könnte man sich mal noch mal zwei Kartoffeln drauflegen. Machen wir zum Abendbrot dann sozusagen. Feuerholz haben wir ja noch. Was wollte ich? Ich wollte das hier. Denn irgendwo finden wir schon Platz für die Blätter. Das soll es nicht gewesen sein. Da haben wir doch schon einen guten Platz dafür. Habe ich schon wieder weggeräumt, war das ganze andere Gedöns. Sieht stark danach aus. Halt, Zucker haben wir drüben bei der Destille. Mann, erschreck mich doch nicht so! Doofe Kuh! Und dann finde ich, wird es auch langsam mal Zeit, dass wir uns ein schönes Licht für zu Hause einrichten. Was muss ja auch mal sein. So ein kleines bisschen Komfort. So, ich werde mal speichern. Nicht, dass jetzt hier gleich noch Blaumänner kommen. Das sieht doch gut aus mit dem Auto da oben, ne? Ich finde schon. Moin. Ja, willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Willst du? Willst du? Dann nicht. Oh, um Himmels Willen, jetzt geht das wieder los. Komm du mal hier rüber. Dann kommst du da raus. Du wieder hier rüber. Na, komm schon. Na komm, ich hab dich nicht gedreht. Du kannst also ruhig da wie angegossen passen. Naja, fast. Gut, das heißt, wir hätten hier eigentlich noch die Möglichkeit, alles ein Stück nach links zu verschieben, um hier einen weiteren Waffenschrank hinzustellen. So als Idee. Meine Militärkoffer und sowas finden wir ja auch noch ausreichend. Also werden wir noch ausreichend finden. Dass man noch ein bisschen mehr in die Höhe bauen kann. Beziehungsweise, wir haben ja immer noch ein Dach, wo ich noch überlegt habe, ob wir das vielleicht auch noch so verwenden wollen. Oh. Schnibbelbip. Alles mal rein damit. Dann dieses Salpeter hier noch. Zink, nicht Salpeter, Entschuldigung. Kupfer nehmen wir auch. Würde ich nämlich einfach sagen, wird das jetzt hier unser Brass Spind sozusagen. Wo wir halt immer schön
Zink und Kupfer einlagern. In der Zukunft lasse ich wahrscheinlich erstmal Zink liegen. Bis wir ausreichend Brass haben. Ich denke, das ist eine Maßnahme. Denn im Auto haben wir ja auch noch so viel. Oh, es ist so dunkel. Selbst ich sehe nichts trotz Taschenlampe. So, take all. Hake alle. Das sollte auf jeden Fall noch passen. Wenn wir gleich zurück sind, können wir schon mal gucken, wie weit jetzt schon die ganzen Sachen sind. Die eingeschmolzenen meine ich. Die Kupferbarren, dann können wir vielleicht noch heute die Reload Bench fertig bauen. Und vielleicht dann morgen einfach mal den ganzen Tag durchmörsern. So, warte mal, hatte ich jetzt noch mal Erze bei? Ja, klar. Da können wir nämlich hier eigentlich... Hat eigentlich von euch irgendjemand eine Ahnung, ob man mittlerweile seit diesem Update auch wieder Gold benötigt? Weil früher brauchte man das, glaube ich, um selber die Electronic Parts herzustellen. Was dann aber irgendwie nicht mehr so war. Und jetzt weiß ich nicht, ob die mittlerweile wieder benötigt werden für irgendwas. Ansonsten kann man Gold einfach mal liegen lassen, falls es noch irgendwo vorhanden sein sollte. Aber irgendwie hatte ich auch jetzt sowohl in der alten Mine als auch in der neuen alten Mine, jetzt habe ich vergessen nachzugucken, Moment, nirgendwo Gold gesehen. So, ist schon fertig. Eine Minute noch, oh komm schon. Na komm, wir speichern nochmal, dann machen wir uns ein paar Sticks fertig. Für unser Munitionsschränkchen. Also für unser Pfeilschränkchen. Zack. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Was ist los mit mir? Hatte ich nicht noch irgendwo einen weiteren Branch? Nee, Quatsch. Ich hatte einen Branch, als wir losgefahren sind und dann noch die zwei unterwegs aufgesammelt. So rum war das. Sehr nice. So, brauche ich aber noch Säge und Hammer, möchte ich meinen. Aber es wird sowieso Zeit, dass wir vorher mal aufräumen. Der hier. Schaut euch das an. Ja, und genau deswegen sagte ich auch gerade zum Beispiel, dass es bestimmt nicht verkehrt wäre, wenn wir uns auch mal ein bisschen mehr um Beleuchtung hier kümmern. Denn dafür brauchen wir natürlich die Sachen. Das ist schon mal schön hier. Die haben wir uns gleich noch schön zum Abendbrot auf dem Grill. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Sachen hier machen soll in der Zeit. Genauso wie das hier. Was ich immer noch sehr schade finde. Oder ich bin, wie gesagt, einfach zu blöd dafür. Oder ich brauche noch den Skill. Das ist natürlich auch eine Variante, dass ich das erstmal von irgendjemandem lernen muss, nachdem ich die Quest erfüllt habe. Na, hallo? So. Wollte doch langsam mal irgendwie den Schnapperich verwenden. Oder mir nochmal einen weiteren Schrank irgendwie dahinstellen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwas Schickes werden wir schon noch damit anstellen. So, ich muss jetzt trotzdem noch mal gucken. Hatte ich ihr nicht, Entschuldigung, eine Aufgabe gegeben? Die nicht irgendwas für uns herstellen sollen? Doch. Und einfach wieder abgebrochen. Mäuschen. So aber nicht, ne? Falsche Richtung. Das zu weit weg? Nee, eigentlich nicht, ne? Hey, hier! Na ja, komm, die wird einfach zu müde sein. Probieren wir es morgen nochmal. So, hier wollte ich noch die Dose einpacken. Sieht ganz gut aus im Moment hier. Und wo hatte ich nochmal die Batteriekiste? Nehmen wir die so lange, bis ich eine andere finde. Dann können wir mich in der Zeit dann auch das Schlüsselelement reinlegen und das legen wir nachher oben rein. Zu trinken haben wir noch, das ist auch gut. Können wir eigentlich noch den hier machen und dann können wir noch mal ganz kurz rüber flitzen. Dann nehmen wir da noch die Spitzhacke hin. Wie sich das hier hört. Ein bisschen Ordnung muss ja sein. Nein! Ja, das würde mir jetzt noch fehlen, dass die dann hier quer über den See springt oder so. Obwohl, mittlerweile kann ich ja auch sammeln, ich habe ein Auto. Och, Mäuschen jetzt. Ein Versuch noch, ja?
Na bitte. So. Definitiv klarer Fall von müde. Also, ne? Finde ich wirklich sehr ärgerlich, dass das nicht mehr funktioniert. Einfach sagen zu können, ich hänge es jetzt dahin und gehe erstmal ein bisschen looten und wenn ich wieder da bin, ist es trocken. Denkste. Einfach mal denkste. So, ihr zwei Hübschen. Nur schon mal vorbereiten. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange die dauern mittlerweile. Dauern, wie lange sie brauchen, meine ich natürlich. Medium sind sie schon. Und beim letzten Update schon hatten sie eine neue Grafik, möchte ich meinen, wenn sie fertig sind. Zumindest der Mais sah echt gut aus. Das weiß ich noch. Tomaten hatten überhaupt nichts gemacht, das weiß ich auch noch. Aber Kartoffeln sind ja im Allgemeinen eigentlich gut sättigend. Mais eigentlich auch. Na klar. Ach Mann, Robin, well done. Ja, klar. Na gut, auf jeden Fall können wir jetzt sicher gehen, dass da keine Lebensmittelvergiftung da ist. Es ist ja alles abgetötet. Na, aber schaut mal, die sind ergiebig. Kann man nicht meckern. So, Hammer und Säge brauchen wir. Ha, genau. Wie lange brennt es jetzt noch? 7 Minuten, naja, hat sich ja schon fast gelohnt. Hammer und Säge. Hätte ich nicht noch irgendwo angefangen, ne? Offenkundig nicht. Die wird wieder irgendwo rumschwirren, die angefangene Säge, und ich weiß es nicht mehr. Ja, Mensch, aber immerhin, 5 weitere Pfeile könnten wir uns schon wieder machen. Ein paar hatten wir ja schon im Inventar drin. So, wie lange ist jetzt noch zu bauen? 9 Minuten ist ja perfekt, Mensch. Kurz nach 10 können wir heiern gehen. Oh, das war ein Reim. Der war nicht beabsichtigt, ich schwöre. Ach, du ahnst es nicht. Wir können das Ding noch upgraden. Ach so, ja klar, für die Handgranate. Gut, ist jetzt erstmal nicht prioritär. Aber irgendwann auch vonnöten. Sag mal, kann es sein, dass die Segen sich nicht mehr abnutzen? Weil ich kann mich nicht erinnern, seitdem wir hier angefangen haben in dieser Staffel, dass wir jemals eine Säge zerhunzt haben. Ich weiß es nicht. So. Hüpfen wir jetzt hier hoch. Hüpfen wir jetzt hier hoch. In der Hoffnung, dass uns die Herrschaften heute in Ruhe schlafen lassen. Nehmen wir natürlich noch den Bauhelm hier rein. Nochmal speichern. Ja, würde ich auch gerne mal einen Schluck trinken wollen. Also im Real Life. Entschuldigung. Herrlich. Ah, schön, jetzt noch ein Kaffee. Kate! Kate! Au! Musste ich mir wegen dir den Knöchel verstauchen, ja? Mach doch bitte mal einen Kaffee. Kate? Kate! Was passiert mittlerweile eigentlich? Stur wie ein Stein. Ich meine, eigentlich tickert es relativ schnell hoch. Eigentlich. Aber eben nur, wenn du in der Nähe bist, ne? Und die ganze Zeit über pennen kannst du ja hier auch nicht. Ach, wir hatten doch Besuch. Ja, und davon nicht wenig. So, Käthe. Neuer Versuch. Was? Schon?
Ups. Schon eine halbe Stunde vorbei. Okay, du, jetzt stell dich an, aber nicht so dämlich. Ich hab's doch nicht, ey. Da ist eine Tür offen und die läuft genau gegen die, die zu ist. Ist übrigens auch noch so eine Baustelle eigentlich, ne? Da wollte ich ja doch mal zwei Torflügel einrichten. War zumindest der Plan. Ja, na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, lassen wir sie noch ein bisschen Pfeile herstellen. Ich werde mal gucken, was ich jetzt gleich noch mache oder was wir in der nächsten Folge machen werden. Ich denke aber, wir werden schon mal ein bisschen Schießpulver herstellen. Das war so lange, bis die Gedärme trocken sind. Dann machen wir uns den Bogen und dann gehen wir raiden. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet morgen wieder rein. Ciao!